Also insgesamt bin ich mit dem Spiel sehr zufrieden. Der OSC hat den Start etwas verschlafen und da sah es schon fast nach einer Katastrophe aus, wie der OSC sich dann immer wieder rangekämpft hat und letzten Endes es noch in der Hand hatte, den Siegpunkt zu machen. Das war schon beeindruckend und lässt hoffen für die nachfolgenden Spiele. Sie sind ja erst ins Amt gewählt worden. Mhm. Der OSC hat sich ja neu positioniert. Wie sind Sie zufrieden im Roundabout um den OSC? Also es geht auf jeden Fall aufwärts, die Stimmung ist ganz anders und was die meisten Leute so nicht ganz mitgekriegt haben, es hat sich ja schon in der letzten Saison, in der zweiten Hälfte der Saison schon eine ganze Menge geändert und zum einen sind die Spieler sehr guter Trainer, der auch mit meinem Mitarbeiter Manuel Rueb sehr gut zusammenarbeitet und das Umfeld ist jetzt wesentlich besser aufgestellt als in früheren Jahren. Also geht es positiv in die Zukunft? Also ich gehe schon davon aus, dass es da deutsch vorwärts gehen wird und Cuxhaven ist ja keine gerade schwache Mannschaft und insofern kann man eigentlich mit dem Spiel zufrieden sein. Okay, wir bedanken uns für das Interview. Und kurz nach dieser knappen Entscheidung gegen Cuxhaven ist bei uns Jens Hirschberg. Jens, was sagst du zu dem Spiel? Die Enttäuschung steht euch ins Gesicht geschrieben, mit einem Torunterschied verloren. Ja, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Wir wollten dieses Jahr einen guten Saisonstart hinlegen. Und jetzt, dass es so knapp natürlich dann in der letzten Sekunde entschieden wird, ist natürlich besonders bitter. Vor allem, nachdem wir uns wieder so herangekämpft haben, Ende, ja. So zu verlieren, ist hart. Danilo, heute Saisonauftakt gegen Cuxhaven Baskets. Ein guter Gegner, der ja oben mit als Favorit zählt. Wie siehst du die knappe Niederlage? Das ist natürlich immer schade, gleich nach dem Spiel dann liegen sie noch, ist der Kopf noch ein bisschen tief, aber ich denke mal, das zeigt uns auch, dass wir auf jeden Fall oben mithalten können und die nächsten Spiele auch wieder nochmal angreifen werden, auf jeden Fall gut spielen werden. Was würdest du jetzt ändern im Nachhinein, wenn das Spiel jetzt um ist? Im Nachhinein würde ich gar nichts ändern. Die haben heute in der zweiten Halbzeit einfach besser getroffen, da muss man ihnen sagen, sie waren heute besser, haben getroffen. Wie geht's bei dir weiter in der Nationalmannschaft? Ich habe jetzt erstmal Pause und im Oktober dann Tryouts für die 20 Nationalmannschaft und dann mal schauen, ob ich da reinkomme. Okay, alles klar, danke. Herr Daumen, erstes Saisonspiel, starker Gegner, Cuxhaven, wird zumindest mit zu den Favoriten gezählt, mit einem Torunterschied verloren. Wie ist die Stimmung, wie ist die Verfassung? Ja, wenn man selber das Spiel in der Hand hatte, zu entscheiden noch am Ende und im Prinzip dann knapp geschlagen die eigene Halle verlassen muss, dann ist die Stimmung natürlich erstmal schlecht. Das ist gar keine Frage. Wir sehen jetzt einfach direkt dem nächsten Spiel entgegen. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, mit Sicherheit noch nicht perfekt. Aber ich denke, man hat gesehen, dass wir auf dem Level angekommen sind, dass wir Spiele gewinnen können hier. Es ist natürlich extrem ärgerlich, dass wir unser erstes Heimspiel verloren haben. Aber ich denke, die Zuschauer, die haben gesehen und werden auch honorieren, dass wir bis zum Letzten gekämpft haben und wirklich das Spiel am Ende in der Hand hatten. Wie schätzen Sie jetzt die Mannschaft einfach mal so ein nach der Vorbereitung und heute nach dem Spiel auch bezogen auf die beiden Neuen? Ja, ich glaube, die beiden Neuen können noch ein bisschen mehr zeigen, als sie das im ersten Spiel getan haben. Das ist noch der Integrationsprozess noch bestimmt noch nicht ganz abgeschlossen. Das wird noch einige Spiele bedürfen. Aber man hat schon gesehen, und das ist auch einer unserer Vorteile, die Cuxhavener haben eigentlich eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft, die aus sehr, sehr starken Individualisten besteht, die hier aber auch schon sehr, sehr gut gespielt haben. Und da haben wir natürlich ein großes Plus. Womit wir einfach, sagen wir mal, athletische Defizite, die man hier gesehen hat, einfach wettmachen können. Und das ist auch unser Spiel. So müssen wir funktionieren. Und wenn dann unsere Würfe fallen, dann wird es jeder Gegner schwer haben. An was wird gearbeitet die Woche über? Wir werden definitiv weiter am Rebound arbeiten. Das ist eine Sache, die wird uns die ganze Saison über beschäftigen. Und ansonsten müssen wir einfach unsere Plays weiter so einstudieren, dass sie auch unter Drucksituationen abgerufen werden. Das Foul ganz zum Schluss an Sebastian? Die Schiedsrichter sagen nein. Okay, alles klar, dankeschön. Gerne. Jerison McNeil, he was a very good player in the last year. Jerison, what do you think about this game now? I thought it was a good game. I thought at the end of the game USC that we didn't make enough plays, and basically Cuxhaven they gave us a chance to win the game, but it's early in the season. This is a process. It'll grow. So I think Heidelberg would be good. Like, you know, I thought Jabril played hard and Ali played hard, and those guys are leaders. So USC going to be all right this season. Like, you know. Where
are you playing now? Currently, I'm negotiating contracts. My agent is negotiating, so we have like three options on the table, and then by next week I'll know. By next week. It is possible that we see here. I hope so. Hey, we don't know. That'll be awesome, though. That'll be awesome. Okay, cheers. Thank you.